Lass uns gemeinsam beten. Herr, der du uns liebst, der du barmherzig bist, Gott unser Vater. Wir leben in dieser Endzeit, Herr. Und von so vielen Menschen der Welt hast du uns zuerst berufen, uns errettet. Und du hast uns heilig abgesondert, Herr. Und den Rest unseres Lebens, Herr, führst du uns. Und wir danken dir für deine Gnade und für deine Kraft, für deine Führung, Herr. Wir danken dir dafür. Herr, wir haben uns heute in dieser Stunde versammelt, die wir errettet worden sind durch dich, möchten deine Gnade auch lobpreisen und möchten auch deine Worte lernen und in deiner heiligen Gemeinschaft zusammen Gemeinschaft haben. Wir danken dir dafür. Herr, bitte zeig uns in dieser Stunde auch dein Wort. Wir glauben daran, dass du in dieser Stunde bei uns bist. Bitte schau jeden Einzelnen heute an. Und bitte halte uns fest mit deiner mächtigen Hand, sodass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes noch mehr geleitet werden können, sodass wir den Rest unseres Lebens als würdige Kinder Gottes leben können. Wir beten auch für alle Gemeinden in Korea und auch überall im Ausland, überall bei den Geschwistern, wo sie dein Wort verkündigen. Bitte gib ihnen dein Wort und auch die Kraft des Heiligen Geistes, sodass sie in jeder Lage auch das Evangelium mutig verkündigen können und sodass sie errettet werden können, Herr. Und ab nächster Woche, Herr, wird das Bibelseminar stattfinden und bitte sei bei uns, Herr, und sodass diesmal auch viele Menschen errettet werden können und für dich es eine Ehre werden kann. Und in unserer Umgebung, wenn es viele Seelen gibt, die noch nicht dein Wort kennen, bitte gib uns auch den Mut, sie zu missionieren. Wir beten dafür, der du uns auch zur rechten Zeit das Wort gibst und uns den Weg zeigst, worauf wir wandeln sollen. Bitte gib uns heute auch deinen heiligen Plan, dein Wort, Herr, was wir lernen sollen und hilf uns, sie zu verstehen. Wir haben gebetet in dem Namen Jesus Christus. Amen.
Lass uns gemeinsam aufschlagen. 2. Korinther, Kapitel 5. Zweiter Korinther, Kapitel 5, Vers 14. 14 und 15. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 14 bis 15, würde ich lesen. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ja, bis dahin. Die erretteten Christen, wie sie den Rest ihres Lebens verbringen sollen, ist ein sehr wichtiges Anliegen. Und über dies wird in der Bibel ganz präzise aufgeklärt. Derjenige, der errettet ist, ist in Gottes Worten der Lebende. Und der nicht errettet ist, wird als einer bezeichnet, der tot ist. Und deswegen ist heute auch das Thema die Fortsetzung von den letzten Stunden der Lebende und der Tote. Ja, die Lebenden und die Toten. Sie wissen ja, dass in Epheser Kapitel 2, Vers 1 geschrieben ist: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, lebendig gemacht. Ja. Das bedeutet, dass die Seele, die tot war durch die Sünde, lebendig gemacht worden ist. Adam war ja ungehorsam, Gott ungehorsam und aß von der Frucht, von der verbotenen Frucht. Und an dem Tag, wo Gott gesagt hat, du wirst gewiss sterben, ist seine Seele gestorben. Sein Leib lebte noch ganz lange und wurde alt. Aber an dem Tag, wo er Gottes Stimme ungehorsam war, ist seine Seele gestorben. Das bedeutet, dass die geistliche Trennung zu Gott getrennt wurde. Wie durch den Strom gerade das Licht gerade auch angeht und die Maschinen gerade auch angehen, wenn der Strom aber weg ist, wird alles hier stehen bleiben und alles dunkel werden. Und dann sagen wir, der Strom ist tot. Ja? Da ist die Macht also nicht da und da sagt man, es ist tot. Der Mensch ist zwar nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden und der Grund dafür ist, damit er ewig mit Gott zusammenlebe und mit der Gemeinschaft Gottes zusammenlebe, aber weil der Mensch Gottes Stimme ungehorsam war und gegen Gott getreten ist, ist die Verbindung und der Verkehr gebrochen. Und dann nennt man diesen seelischen Zustand als Tod. Und nach Adam alle Menschen, die geboren werden, werden als Sünder geboren und ja, seelisch gesehen sind das tote Menschen. Ja. Und dort der Ort, wo der Leib stirbt und auch die Seele zusammen stirbt, ist der zweite Tod, die Hölle gemeint. Christus aber tut das Werk, um die Toten wieder aufzuwecken, zum Leben zu bringen. Und deswegen diese Strafe unserer Sünde muss Jesus Christus auf sich tragen, die er eigentlich nicht verdient hat, weil er ohne Sünde war. Und weil der Lohn der Sünde der Tod ist, hat er für uns das Kreuz getragen, ist gestorben und so die Erlösung der Sünde geschaffen. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Und wenn wir daran glauben, wird unsere tote Seele lebendig. Und das passiert aber nur einmal im ganzen Leben. Deswegen, wenn man sagt, ich bin errettet, ich habe das ewige Leben, ich bin wiedergeboren, bedeutet in anderen Worten, meine Seele, die durch die Sünde tot war, ist lebendig geworden. Und alle Menschen, die nicht errettet sind, im Leib leben sie zwar, aber seelisch gesehen sind sie alle tot. Und ein Lebender und ein Toter, sie haben auf jeden Fall einen Unterschied, wie der Himmel sich unterscheidet von der Hölle. Und da muss der Unterschied auf jeden Fall klar und deutlich da sein. Ja?
Und der Lebende, wie er zu leben hat, ja, und das steht in der Bibel ganz genau geschrieben. Ja. Und unsere Seele, die durch die Sünde gestorben ist, es steht ja auch geschrieben, dass sie in uns wirkt, denn der Satan ist auch einer, der in den Kindern des Ungehorsams wirkt. Und nicht nur das, sondern dass in den toten Menschen der faule Instinkt, der Verkommene weiterhin für das Fleisch lebt, wird er weiterhin wirken. Deswegen, euch, die auch tot wart durch die Übertretungen der Sünde, in denen ihr auch einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, ja, der auch jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ja. Der Fürst, der in der Luft herrscht, ist einer, der weiterhin in dem Herzen der Menschen weiterhin wirkt, sodass sie nicht errettet werden können. Aber zu den Erretteten wird gesagt, auch ihr, euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst auch gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Ja. Und er ist ein Fürst, der in der Luft herrscht. Wie haben wir also vor unserer Errettung gelebt? Richtig, wir haben dem Fürsten dieser Welt gefolgt, ja, und nach der Welt gelebt. Ja. In den verkommenen Leib wirkt der Satan, sodass der Mensch nur das dafür tut, dafür lebt, um seine Lust zu stillen. Und deswegen, wir waren Kinder des Zorns. Ja. Und wenn wir weiterhin zur Sünde geschleppt werden und mitgeführt werden, dann muss man in das ewige Feuer hineingehen. Ja. Aber die wir tot waren durch unsere Sünde, hat er wieder lebendig gemacht. Ja. Unsere Seele ist also lebendig gemacht worden. Und wenn wir leben, wie sollten wir dann in unserem Leben jetzt uns auszeichnen? Ja, ist die Frage. Und wir haben gerade gelesen, darin ist die Liebe Gottes. Und seine Liebe drängt uns. Wir sind davon überzeugt, denn die Liebe des Christus drängt uns. Das heißt, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16, deswegen steht ja, die Liebe, die Gott zu uns hat, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat, Gottes Liebe. Und darin ist die Liebe Gottes zu uns auch geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Ja. Also, der Christus ist gestorben, ja, und er hat uns lebendig gemacht, sodass wir, unsere Seele, die eigentlich tot war, wieder lebendig gemacht wurde. Ja, und deswegen, wenn jemand errettet ist, nun wissen wir, dass die Liebe des Herrn uns drängt. 1. Johannes 4,16 steht ja geschrieben, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat, Gottes Liebe. Und diese große und erstaunliche Liebe, diese Liebe im Griechischen, unterscheidet sich von der Liebe der Menschen. Diese Liebe nennt sich Agape, die ewige Liebe. Eine Liebe ohne jegliche Bedingungen, ja. Und das ist die Liebe Gottes. Und durch diese Liebe ist unsere Seele lebendig gemacht worden, errettet worden. Und deswegen, die Liebe des Christi drängt uns, bedeutet auch, wir haben Gottes Liebe nicht nur erkannt und geglaubt, sondern Gottes Liebe wurde in uns hineingepflanzt und derjenige, der das getan hat, ist der Heilige Geist. Und deswegen, Römer 5,5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegangen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Als wir die Gnade des Herrn erkannt haben, da hat der Heilige Geist die Liebe Jesu Christi in mir hineingegossen. Römer 5,8 steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, Christus ist für uns gestorben, und so hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen. Ja, wir waren eigentlich feindlich gesinnt zu Gott, haben nur nach unseren Sünden gelebt, aber durch die Liebe des Herrn, weil Christus für uns gestorben ist, hat er unseren Sünden vergeben und das ist
das Resultat der Liebe Gottes. Wer diese Liebe erkennt und daran glaubt, da sind wir errettet worden. Der errettet worden ist also, da hat er die Liebe Jesu in sich, in seinem Herzen. Denn die Liebe drängt uns. Drängen bedeutet, dass ich von einer stärkeren Macht gerade mitgeschleppt werde. Das heißt, ich bin von der Liebe Jesu Christi ergriffen worden, wie Apostel Paulus auch eigentlich einer war, der gegen Christus war. Aber er hat erkannt, dass Christus für ihn gestorben ist. Und obwohl er ein Widersacher war. Und dann wurde er lebenlang gedrängt von der Liebe Gottes, von Jesu Christi. Und er ist sogar bis zum Tod gegangen. Denn die Liebe des Christus drängt uns, steht ja geschrieben. Und wir haben gerade 2. Korinther gerade gelesen. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wie durch einen Menschen Adam alle Menschen danach Sünder geworden sind. Deswegen 1. Korinther 5,22 steht ja, denn gleich wie Adam, in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ja? Der in Adam gestorben war, ist in Christus lebendig gemacht worden. Und deswegen, wie wenn einer für alle gestorben ist, ja, Christus, der ohne Sünde war, ist gestorben, und zwar an unserer Stelle. An einer Stelle. Ja? Und deswegen, Johannes Kapitel 15, kann man ja lesen, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ja, Christus also hat uns erlöst, obwohl wir feindlich gesinnt waren zu Gott, und uns sein Kind werden lassen. Und er hat uns zu seinem Freund gemacht. Christus ist einer, der für uns gestorben ist, an meiner Stelle, an unserer Stelle, uns lebendig zu machen. Und wir wissen, dass durch den Tod Jesu Christi ein neues Leben empfangen haben, neue Freunde geworden. Ja? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch immer gebiete. Das bedeutet, derjenige, der errettet worden ist, ihm ist es selbstverständlich, dass er nach seinen Geboten lebt. Ja? Und dann werdet ihr meine Freunde sein, hat Jesus Christus gesagt. Deswegen, einer ist für alle gestorben und Christus ist für alle Menschen gestorben. Unser Christus, er ist für sie und für mich gestorben. Ja? In der Bibel, ja, wissen wir, dass es den gleichgestellten Gott gibt, ja? Und der heilige, eingeborene Sohn ist für unsere Sünde gestorben. Und an der Stelle, wo ich eigentlich den Tod verdient hätte, ist Christus für mich gestorben. Bedeutet das, wenn also eine Person für mich gestorben ist, und zwar Jesus, sodass der lebt, nicht mehr für sich selbst lebt, ja, sondern für Christus, der für mich gestorben ist und unsere Seele lebendig gemacht hat. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Warum ist er für uns gestorben? Was war sein Ziel? Durch seinen Tod hat er uns lebendig gemacht, aber was ist sein Ziel? Damit welche, die, welche leben, die also errettet worden sind, der errettet worden, wieder ewiges Leben haben, ja, unsere Sünden sind vergeben worden, ist das Gleiche gemeint. Damit welche, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt nun, wir haben so eine große Liebe erkannt. Ja, der Christ, der diese Vergebung bekommen hat, lebt nicht mehr für sich selbst. Ja, weil früher haben wir eigentlich nur für uns gelebt. Ja, jeder, der nicht errettet ist, auch jetzt, lebt er nur für sich. Nur für sein Fleisch, nur für die Gier seines Fleisches lebt man auch heute. Aber das ist auch wie ein Mensch lebt, der nicht errettet ist. Aber wir, die wir errettet sind, leben nicht mehr für uns selbst. Nicht mehr nach den fleischlichen Lüsten von uns. Sondern, ja, sondern der, wenn wir leben, nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Ja.
meine Seele, mein Leib, es ist alles von ihm errettet worden. Ja. Teuer erkauft worden. 2. Korinther 5 steht geschrieben, ihr seid nicht euers, ihr seid teuer erkauft worden. Ja, verherrlicht Gott in eurem Leib. So, was wir alles jetzt haben, mein Leib, meine Seele, alles, was ich besitze, ist teuer erkauft worden. Das gehört nicht mehr mir selbst, sondern es gehört dem Herrn. Bevor ich errettet worden war, lebte ich unter der Macht des Satans. Ja? Ob ich es davon wusste oder nicht, ich lebte unter der Macht des Satans und ich wurde da mitgezogen. Aber davon hat er mich erlöst, erkauft. Ja? Und er hat dafür jetzt alles schon bezahlt, für die Sünden. Ja? Und sodass wir von der Sünde befreit wurden. Und nun hat er uns befreit. Ja? Und er hat uns vom Tod zum Leben uns bewegen lassen, ja, hineinversetzt, durchdringen lassen. Und warum? Damit wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Christus leben. Das ist sein Ziel und sein Zweck. Und Christus nun, der Erretter meiner Seele, was sagt er nun? Ich bin jetzt nun für dich gestorben, ja, und habe sogar mein Leben für dich geopfert. Nun lebst du bitteschön für mich auch. Ja, das würde Christus zu mir sagen. Ich bin an deiner Stelle gestorben. Ich habe all deine Sünden vergeben. Und nun, ja, würdest du den Rest deines Lebens nicht mehr für dich selbst leben, sondern auch bitte für mich leben, wird er sagen. Was wollen sie tun? Ja, nicht mehr für sich selbst. Nicht mehr. Denn einst, früher, lebten wir nur für uns selbst, nur für meine Begierde, nur für meine weltlichen Ziele, nur für meine Zufriedenheit. Aber nun muss es anders sein. Nun muss es für Christus sein, nun muss es für seine Ehre sein und nun muss es für die Ehre des Christus sein. Und das ist selbstverständlich, wenn ich ein Christ bin. Ja? Und Römer schlagen wir auf. Römer Kapitel 14. Schlagen wir auf. Römer Kapitel 14. Vers 7. Römer Kapitel 14, Vers 7 bis 8. Römer Kapitel 14, Vers 7 und 8. Denn keiner von uns lebt sich selbst. Zusammen, lesen wir zusammen. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn wenn wir, denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Ja? Unter uns hier. Von uns bedeutet, die errettet worden sind. Ja? Und nun, die das ewige Leben empfangen haben, unter einem Vater, die gleichen Geschwister in Gott. Ja? Und wir haben jetzt nun die ewige Hoffnung, ja? Und haben das gleiche Ziel des Lebens. Ja? Das sind die gemeint. Und nun, keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Ja? Wir sind Menschen, die zu Gott sagen können, Vater. Ja? Und von uns, keiner stirbt sich selbst, keiner lebt sich selbst. Ja? Keiner lebt sich selbst und stirbt sich selbst. Was meinen Sie? Dieses Wort hier, ja? Können Sie Amen dazu sagen? Ja? Amen bedeutet sowas wie, das ist wahr. Ja? Genau nach deinem Willen soll es geschehen, soll das, heißt es. Und leben sie aber auch so? Gibt es keinen unter uns, der für sich selbst lebt? Ja? Auch wenn wir leben, ob wir sterben, sterben wir dem Herrn, leben wir dem Herrn. So, ob wir lebendig sind oder tot sind, wir gehören dem Herrn. Weil ich teuer erkauft worden bin, bin ich nicht mehr meins. Ja? Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Ja? Wir haben nicht mehr das Recht, für sich selbst zu leben, kein Recht mehr, für sich selbst zu sterben. Ja? Und meine Seele, mein Geist, alles, was ich besitze, ja, alles gehört dem Herrn. Ja? Und wir wurden teuer erkauft und heilig abgesondert, deswegen können wir nicht mehr sagen, wir gehören uns selbst, sondern wir gehören dem Herrn. Ja? Und deswegen
Niemand lebt nicht mehr für sich selbst. Niemand lebt für sich selbst. Niemand stirbt für sich selbst. Ja? Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Ja? Und diese Tatsache sollte nicht nur mit Worten passieren, sondern in unserem Leben auch tatsächlich auch eingeführt werden und praktiziert werden. Ja? In Vers 9 steht aber auch, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Dafür ist der Herr gestorben und auferstanden. Ja? Dass die Christen nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, ja, der für sie gestorben ist. Und dafür ist Christus für uns gestorben und ist wieder lebendig geworden. Und das ist also der Grund und das Ziel, warum er für uns gestorben ist. Ja? Und nun müssen wir auch nach diesem Zweck leben, oder? Danach für sein Ziel leben, oder? Ja? Wir sind durch seine große Gnade errettet worden. Aber jetzt den Rest leben, einfach wie ich will, sollte nicht mehr sein, oder? Dass er nicht mehr für sich selbst lebt. Ja? Dass er sogar für einen Sünder wie für mich gestorben ist, ja? Und lebendig geworden ist. Christus sagt ja, ich bin für dich gestorben und habe all mein Blut vergossen und habe deine Sünden vergeben. Und habe dich ewig erlöst, aber du, was tust du für mich? Ja, würde er mich auch jetzt fragen. Ja, Johannes Kapitel 21, ja, Vers 15, Christus, nachdem er auferstanden ist, ist er den Jüngern erschienen und sagte, du Sohn Simons, liebst du mich mehr als diese? Er hat sie gefragt. Er hat ihn gefragt. Petrus sagte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Er hat ihn dreimal gefragt und dreimal wurde gleich geantwortet. Warum? Ja. Er war doch einer, der sagte, auch bis zum Tod werde ich dich nicht verleugnen. Aber als Christus gefangen genommen wurde, ja, ist er von Ferne ihm gefolgt. Und einer sagte, du bist auch ein Jesu-Jünger. Nein, bin ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Dreimal hat er ihn verleugnet. Ja. Und sogar, er hat geschworen, verflucht. Und so feige war er. Warum? Weil er vielleicht sterben könnte. Und was ist der Grund? Er war zwar 3,5 Jahre lang Christus nachgefolgt, aber trotzdem hat er die Gnade des Herrn nicht vollkommen erkannt. Ja? Er hat nicht daran geglaubt, dass Christus wieder auferstehen wird. Und er dachte, er möchte eine Post übernehmen, wenn Christus mal ein König wird. Deswegen sind alle geflohen. Ja? Einer wollte Christus für 30 Silberlinge verkaufen und der Rest war weggelaufen. Und wäre Christus nicht auferstanden, ja, wäre niemand mehr sein Jünger gewesen. Und nachdem er auferstanden ist, erschien er vor den Jüngern und hat sie nochmal versammelt. Ja. Simon, Sohn des Jonas. Das ist Petrus. Eigentlich ist sein Name Simon. Warum hat er ihn bei eigentlichen Namen gerufen? Petrus bedeutet sowas wie ein Fels, aber Simon ist ein eigentlicher Name, also sein erstes Sein. Aber Petrus, du bist jetzt kein Fels. Ja? Das heißt, lass uns mal jetzt neu anfangen. Simon, der du eigentlich Simon bist, liebst du mich? Ja? Als Simon gerade von Christus berufen wurde zu seinem Jünger, genauso wird er berufen. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Ja? Der du gesagt hast, ich werde, wenn auch alle dich verleugnen, werde ich nicht verleugnen. Liebst du mich mehr als diese? Petrus, der wusste ganz genau, er hat seine Sünden auf jeden Fall gebüßt. Ja? Und was sollte er noch jetzt vor dem Herrn sagen? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jetzt liebe ich dich wirklich. Petrus, was er jetzt sagt, ist wirklich wahr. Ja? Dreimal hat er ihn gefragt und Petrus hat dreimal gesagt, Herr, du weißt alles, dass ich dich lieb habe. Auch du weißt, dass ich dich verraten habe. Ja? Aber du hast meine Sünden vergeben und deshalb, Herr, kann ich wirklich sagen, dass ich dich lieb habe. Petrus also hat fest an Christus geglaubt und diese Liebe an ihm war wirklich jetzt wahrhaftig. Und liebst du mich mehr als diese? Christus würde uns die gleichen Fragen stellen, aber wir müssen eine Antwort geben können. Ja, das, was wir in unserem Herzen haben, müssen wir ja, offenbaren können. Herr, du weißt, wie mein Herz ist und deswegen müssen wir auch ehrlich antworten können.
Ja? Christus hat sein Leben aufgegeben, uns geliebt. Ja? Und wir sollten Christus mehr lieben als alles andere in der Welt. Das ist natürlich, da muss man nicht zweimal überlegen. Wir könnten seine Liebe nicht zurückzahlen, aber es gibt ja dieses Lied, auch ich möchte wenigstens mein Leben dir geben, Herr. Nicht nur mein Leben, sondern alles von mir, mein Herz und mein Sein. Ja. Petrus auch wirklich, seitdem hat er den Rest seines Lebens, er ist zum Beispiel in Rom missioniert und er wurde dort rückwärts gekreuzigt und er hat sein Leben für Christus geopfert und sogar auch, er ist für Christus gestorben. Und diese Antwort von Petrus wurde in seinem Leben bewiesen, oder? Auch das Leben von Paulus auch. Er hat nicht mehr für sich selbst gelebt, sondern für den, der für ihn gestorben ist und auferstanden ist. Und er ist auch für ihn gestorben am Ende. Das Glaubensleben also ist aus der Wahrheit. Nicht nur aus den Worten, sondern diese Wahrheit wird in dem Leben widerspiegelt. Ja? Das muss verwirklicht werden in seinem Leben. Wenn ich mit meinen Lippen zwar den Herrn ehre und mit meinen Lippen möchte ich zwar Gott lieben, aber doch ihr Herz ist fern von mir, wie Markus Kapitel 7, Vers 6 ja auch geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen zwar, ja, schön und gut, aber ihr Herz ist doch fern von mir. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und das ist nicht der wahrhaftige Glaube. Wenn wir wahrhaftig an den Herrn glauben, dann sollten wir nicht nur mit unseren Worten, sondern auch in unserem Wandel zeigen, dass ich ein Christ bin. Und das ist ein wahrhaftiger Glaube. Ja. Und deswegen, es gibt niemanden unter uns, der für sich selbst lebt, auch für sich selbst stirbt. Ob wir leben oder sterben, alles für den Herrn. Ob ich lebe für den Herrn, ob ich sterbe für den Herrn. Ja. Ich gehöre nur dem Herrn. Ja. Es gibt ja auch dieses Lied. Und das muss wirklich in meinem Leben widerspiegelt werden. Ja? Deswegen, selbst reflektieren. Ja, einmal nachdenken, lebe ich auch wirklich so? Mein Leben nach meiner Wiedergeburt, nach meiner Errettung, lebe ich auch wirklich so? Ja? Oder gibt es etwas, was ich mehr liebe als mein Jesus? Dann wird mein Jesus das hassen. Och, das darf nicht meine Eltern sein, das darf nicht meine Kinder sein, das darf nicht irgendjemand sein. Wenn ich also jemanden habe, den ich mehr ehre als meine Eltern oder als meine Kinder, ja, ja, ich sollte natürlich meine Familie lieben, aber ich kann sie nicht mehr lieben als meinen Herrn. Ja, Christus fordert das nämlich von uns. Christus hat seinen einzigen Sohn, wie in Römer Kapitel 8, Vers 32 geschrieben steht, der sogar seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle allein gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch nicht alles schenken? Ja? Und was sollten wir tun, damit wir überhaupt ja, seiner Liebe entgegenkommen könnten? Denken wir mal drüber nach heute. Ja? Und deswegen nach meiner Wiedergeburt, ja, wie ich den Rest meines Lebens verbringe, sollte für den Herrn geschehen. Nachdem ich errettet worden, nachdem wir errettet worden sind, nachdem wir seine Kinder geworden sind und diese ewige Hoffnung haben, in sein ewiges Reich hineinzukommen, ja, und diese Gnade, die wir empfangen haben, ist allein möglich gewesen, weil Christus für mich gestorben ist, weil er all meine Sünden auf dem Kreuz getragen hat und die Macht des Todes gebrochen hat. Wir haben das ihm zu verdanken. Ja? Psalm 116, Vers 12 steht, wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltaten an mir? All seine Wohltaten an mir, wie soll ich dem Herrn vergelten? Ich, der mit so einem niedrigen Leib geboren ist, wie sollte ich ihm das zurückzahlen? Ich könnte das bestimmt nicht, aber ich möchte trotzdem dein Knecht werden und dir alles geben, ja, wie das Lied auch sagt. Sein Knecht bedeutet, er hat nicht mehr seine eigene Ideologie, seine eigene Idee und seine eigene Gier. Nein, er lebt nur noch für seinen Herrn, richtig? Auch Christus, er hat sich selbst als sein Knecht vor Gott bezeichnet. Und deswegen Philipper Kapitel 2, Vers 6 bis 8 kann man lesen. 6, 7 und 8. Der in der Gestalt Gottes war,
Es aber nicht einen, wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Ja? Er ist eigentlich Gottes Gestalt selbst. Er ist Gott selbst. Ja, die Dreieinigkeit kennen Sie, ja? Aber er hat diese Stelle kurz verlassen. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Gott wurde zum Menschen. Jesus ist nicht ein Mensch. Er ist Gott selbst. Aber er hat diese Stelle extra verlassen, damit er zum Knechten wurde, zu einem Menschen wurde, ja, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam bedeutet, auch wenn man das nicht möchte, tut er das. Ja. Ja. Mehr kann man ja nicht tun. Was soll man sonst noch mehr tun? Er hat das für uns getan, aber was sollten wir dann tun? Ja. Ich mache es, wenn ich darauf Lust habe, und ich mache es nicht, wenn ich keine Lust habe. Das ist kein wahrer Gehorsam, oder? Auch wir sollten bis zum Tod, bis in den Tod gehorsam sein. Und deswegen, so lebt man für den Christus, ja? Und der Herr, nun ist der, nun Jesus ist man der Herr meines Lebens. Und nun bin ich nicht mehr der Herr meines Lebens, sondern der Hausherr meines Lebens ist der Herr, ist Jesus. Was sagen wir denn zu Jesus? Herr, oder? Richtig. Er ist der Herr des Glaubens und der Vollender des Glaubens. Ja? Er ist also der Hausherr meines Lebens. Und nun, meine Pläne, ja, meine Lüste, die sind am Kreuz gestorben. Wie in Galater 2,20 Apostel Paulus sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja? Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern der Christus lebt in mir. Das heißt, alle meine Pläne und alle meine Lüste, alle meine Gier, was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er ist also der Hausherr meines Lebens, der Jesus. Ob ich nun lebe oder sterbe, mit dem Herrn muss ich zusammen leben, mit dem Herrn zusammen sterben, dann werde ich in die ewige Ehre hineinkommen. Hat man Angst irgendwie davor, für ihn zu sterben? Und deswegen, den Rest meines Lebens sollte für den Herrn geschehen, ja? Das soll man wissen. Und deswegen, ihr seid nicht euers. Ihr seid teuer erkauft. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 23, steht ja geschrieben, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Ja? Ihr seid teuer erkauft worden, deswegen, werdet nicht mehr Knechte der Menschen. Meine Seele, alles, was ich besitze, ist nicht mehr meins. Es ist teuer erkauft worden. Ja, es ist mir anvertraut worden. Ja, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 steht ja auch, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Vor meiner Errettung habe ich mir gedacht, diesen Leib habe ich von meinen Eltern empfangen. Stimmt auch so. Aber meine Eltern haben mich zur Welt gebracht, aber mit welchem Talent haben sie mich so geformt? Im Psalm 139 steht geschrieben, ja, dass Gott meine Nieren gebildet hat. Im Schoß meiner Mutter hast du mich gewoben. Erstaunlich und wunderbar bin ich gemacht. Das stimmt auch. Ja, als wäre in einem Menschen das ganze Universum drin. Es ist erstaunlich und wunderbar bin ich gemacht. Gott hat mich erstaunlich gemacht und wunderbar gemacht. Ja. Und derjenige, der meine Seele auch errettet hat, ist Gott. Ja. Und jetzt, ja, und jetzt hat Gott mein Leib mir gegeben und er hat uns mit seinem teuren Blut erkauft und die Dreieinigkeit, die Dreieinigkeit pflegt mich und ich kann jetzt nicht so leben, wie ich möchte. Denn mein Leib, meine Seele, alles, was ich habe, meine Zeit, meine Jugend, ja, was gehört schon bitte schon mir? Was habe ich irgendwas, was mir nicht gegeben wurde? Was ich nicht empfangen hätte? Und deswegen, ihr gehört nicht euch selbst, ja, sondern ihr seid teuer erkauft worden. Ja, und werdet nicht Knechte der Menschen. Ja. Und wir sind jetzt nicht mehr irgendein Knecht eines Menschen, ja?
sondern der Herr meines Lebens ist der Herr, Jesus. Und dieses Problem muss richtig sitzen. Ja? Ja, wenn ich mal Lust habe, lebe ich für den Herrn. Wenn ich keine Lust habe, dann, ja, dann mache ich nichts. Meinen Sie, der Herr möchte das so? Nein. Oder die vor uns vorangegangen sind. Die Glaubensvorfahren vor uns, die Ahnherren im Glauben. Die haben wirklich nur für den Herrn gelebt. Und für den Herrn gelebt und auch für den Herrn gestorben. Ja, und das ist aber nichts Besonderes, sondern das ist sowas von selbstverständlich. Denn alles, was ich besitze, meine Seele, mein Leben, mein Leib, das gehört nicht mir. Ja? Oder legen Sie mir etwas vor, was wirklich von Ihnen ist. Wie teuer haben Sie dafür bezahlt, bitteschön? Ja? Auch meine Haupthaare sind von dem Herrn gezählt worden und sie werden von ihm gepflegt. Ja? Nicht mal ein Moment, wo ich meinen Speichel runterschlucke, lässt er mich nicht in Ruhe. Er schaut auf mich. Ja? Und nun, der Herr hat mich teuer erkauft. Wie sollte ich denn dann also leben? Ja? Kennen Sie den Film Titanic? Sie wissen ja, es gab ja ein gigantisches Schiff, ja? Die Fähre. Von England aus ist sie losgefahren oder gemacht worden, 1912. Und damals war es der größte Gegenstand, der sich bewegen konnte. Ja? Und dieses Schiff ist von England losgefahren und war auf dem Weg nach New York. Und es gab insgesamt 2208 Passanten. Ja? Und sie waren ganz guter Laune, ja, auf der Fahrt, auf der Schiffsfahrt, und sind gegen einen Eisberg geknallt und das Schiff ist gesunken. Ja? Und das ist ja aus einer wahren Begebenheit. Und man hat das ganze Schiff auch später noch entdeckt, ja, wo es gesunken war. Aber von 2208 Passanten haben 1514 ihr Leben verloren und davon 694 Menschen haben überlebt. Das ist die Statistik. Ja. Es gab nämlich zu wenige Rettungsboote, denn ganz am Anfang hat man nur Frauen und Kinder zuerst einsteigen lassen. Und die Männer wollten natürlich ja auch einsteigen. Und man hat mit einer Pistole ja, dort strenge Regeln aufgestellt und dort die Türen bewacht, haben gesagt, ihr müsst jetzt losziehen. Ja? Es können nicht alle einsteigen, sonst würde das Rettungsboot auch noch sinken. Und entweder zieht man das los, ich werde gerettet, oder das los, ich bleibe hier. Man hat also ein Los gezogen und was ist passiert? Es ist wirklich auch aus einer wahren Begebenheit. Es gab zwei Freunde und einer davon war Jesugläubiger und ein anderer, der noch nicht glaubte. Ja? Und der rettete Freund, er hat das Los gezogen, dass er überleben konnte. Jetzt kann er überleben. Ja, er kann in das Rettungsboot einsteigen. Aber der Kumpel von ihm, der Ungläubige, er weiß im Gesicht, denn er wusste ganz genau, dass er bald sterben wird. Und der Christ dachte sich, mein Freund wird in die Hölle fahren. Und er hat das Los mit seinem Freund hier getauscht. Hat gesagt, nimm mein Los, du musst leben. Was sagst du da? Mich? Du willst für mich sterben? Das geht nicht. Was für nein? Auch wenn ich sterbe, ich bin errettet, ich komme in den Himmel, ich komme zu Gott. Du gehst in die Hölle, wenn du stirbst. Du musst leben. Ja? Meine Bitte ist, wenn du lebst und dort auf dem Land bist, erkenne bitte die Gnade Gottes und lass uns zusammen im Himmel sehen. Und er hat ihn geschubst ins Boot. Schnell, schnell! Und so hat der
ungläubige Freund die Möglichkeit gehabt, ins Rettungsboot einzusteigen und zu leben, zu überleben. Und er dachte an die Bitte seines Kumpels, der für ihn gestorben war. Früher hat er das alles als einen Scherz angenommen. Aber nun ging er selbst zu einer Gemeinde. Und wahrscheinlich hat er einen erretteten Christen gefunden, das Evangelium gehört und er wurde errettet. Und als er das Evangelium gehört hatte und daran glaubte, wurde er zu einem Prediger. Und er sagte: Meine Damen und Herren, für mich sind zwei Personen gestorben. Der eine ist für meine Seele gestorben, Jesus Christus. Und noch eine andere Person, mein Freund, er ist für mich gestorben, für mein Leib. Er ist an meiner Stelle gestorben. Es sind zwei für mich gestorben. Ja. Wie herzrührend ist diese Story, oder? Wir haben nicht zwei, aber wir haben wenigstens einen, der für mich gestorben ist, der für meine Seele gestorben ist. Wir haben so einen. Und wir müssen, genau wie die Bitte des einen Freundes, der für ihn gestorben war, ja, auch auf die Bitte Jesu Christi hören, das Evangelium verkündigen. Ja. Und nun müssen wir für Christus leben, der für mich gestorben ist am Kreuz. Und für Christus müssen wir den Rest unseres Lebens verbringen. Und das ist sowas von selbstverständlich. Ja. Im Psalm 118, Vers 17 steht geschrieben: Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Ja. Derjenige, der noch nicht errettet ist, warum sollte er noch leben? Um irgendwelche Ziele in der Welt zu erfüllen? Oder weil er nicht sterben kann, sollte er leben? Oder sollte er irgendwie leben, irgendwelche Begierden zu erfüllen? Nein. Ja. Wir Christen auch, wenn wir nach seinem Willen leben und sterben, dann haben wir den Zweck erfüllt. Egal wie schön diese Welt auch sein mag, es ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit im Himmelreich. Und nun, die wir errettet worden sind, warum wir nicht sterben, sondern noch leben sollten, ist, weil wir nach dem Willen des Herrn leben sollten und auch die Taten des Herrn verkünden sollten. Ja? Ich werde nicht sterben, sondern leben. Und die Taten des Herrn verkünden. Es gibt zwar vieles, was Gott für mich getan hat, ja. Aber die größte Tat wäre doch, dass Christus an meiner Stelle am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Und durch sein Blut alle meine Sünden ewig vergeben sind. Und nun so hat er mich errettet, mich zu seinem Kind gemacht und hat mich zum Himmelsvolk gemacht. Und das ist das größte Werk, was Gott für mich getan hat. Und da ist kein Zweifel. Das kann Gott nicht zum zweiten Mal machen. Ja, und größeres Werk von ihm wird es auch nicht mehr geben. Und das ist das größte Werk, was Gott für mich getan hat, und das möchte ich verkünden, sagt er. Ja. Und wir, errettete Christen, der Grund, warum wir noch leben und nicht noch nicht gestorben sind, ist wohl was? Leben wir, weil wir nicht sterben können? Oder irgendwelche Ziele in der Welt zu erreichen? Ganz, mal ganz ehrlich im Herzen. Ja, in der Bibel wird gesagt, der Grund, warum ich nicht sterben sollte, noch leben sollte, ist, weil die Taten des Herrn verkünden möchte. Psalm 66, Vers 16 steht: Kommt ihr zu mir, die alle, die ihr Gott fürchtet, ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Was Gott an meiner Seele getan hat, Sie wissen, was es ist, oder? Was hat er denn getan für meine Seele? Und das möchte ich erzählen, sodass die anderen auch errettet werden können. Und das ist es, für Gott zu leben. Was heißt das denn, für Gott zu leben? Ja? Nicht mehr für seine eigene Begierde zu leben, sondern nach dem Willen Gottes, wie Gott mich hinführen möchte, sein Evangelium zu verkünden. Und das, die Tatsache, was Christus am Kreuz erfüllt hat, zu verkünden, sodass mehr Menschen errettet werden können, das ist der Wille Gottes. Das ist der Zweck, warum Gott mich errettet hat. Ich werde nicht sterben, leben und die Taten des Herrn verkünden. Ja? Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Und weil ich das erkannt habe und geglaubt habe, das sollte ich auch weiterhin verkündigen. In meiner Umgebung, wie viele Menschen, ja, gibt es, die nicht mal wissen, was man für ihre Seele machen muss? Ja? Auch wenn ich heute sterbe, dann sind wir gerade in einem Schicksal, auch nach dem Tod hinaus gerichtet zu werden.
wie in der Titanic auch, der eine Kumpel für seinen Freund sein Ticket gegeben hat und für seinen Freund gestorben ist. Auch um zu missionieren, müssen wir auch in der Lage sein, unser Leben zu opfern. Die Apostel nämlich in der ersten Gemeinde, sie haben alle das Evangelium verkündigt, wurden sie alt und satt und sind so gestorben? Nein. Sie waren alle Märtyrer. Stephanus wurde gesteinigt beim Missionieren. Und viele Anhängerinnen im Glauben, bis das Evangelium zu mir ankommen konnte, wie viele haben sich geopfert und ihr Leben dahin gegeben? Was sollten wir dann machen, nachdem wir errettet worden sind? Ja, ein bisschen lässig dahinter spazieren und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, einfach zu Jesus gehen? Meinen Sie so? Denken Sie so? Hebräer Kapitel 2, Vers 3 steht: Wie wollen wir entfliehen, wenn wir so eine große Errettung missachten? Auch die erretteten Christen wissen nicht, wie groß diese Errettung ist, weil sie nicht wissen, wie groß diese Errettung, diese Gnade ist. Deswegen missachten wir diese Errettung. Was heißt das? Wir denken, wir nehmen das auf die leichte Schulter. Wie sollen wir dann entfliehen, steht geschrieben. Ja? Wir sollten wissen, wie groß diese Errettung ist, wie erstaunlich groß diese Errettung ist. Wissen Sie, wie erstaunlich und wichtig meine Errettung ist? Dann ist die Errettung eines anderen auch genauso erstaunlich und groß. Dann ist es genauso gravierend, wenn mein Kumpel gerade deswegen in die Hölle geht, weil ich nicht davon erzähle. Oder eine Freundin von mir oder meiner Familie. Deswegen sollten wir Christen auf jeden Fall das Evangelium verkündigen. Wir wissen ja, wie kostbar meine Seele ist. Aber auch so kostbar ist es, dass eine andere Seele errettet wird. Wenn wir das nicht wissen, können wir es missachten, ja, dieses Werk missachten und denken, ach ja, ob er errettet wird oder nicht, das ist mir doch egal. Ja. Ach, muss man unbedingt in den Himmel gehen? Ja. Du kannst doch in die Hölle fahren, ja? Weg mit dir? Sollen wir wirklich so gesinnt sein? Wir müssen doch verkündigen, bis sie errettet werden, auch wenn ich Tränen vergießen müsste. Wenn es um meine Familie geht, wenn meine Familie in die Hölle landet, würden sie wirklich sagen: Ah, schön und gut, dass du ja in den Himmel gefahren bist. Du hast mich ja allein im Stich gelassen. Hä, wann habe ich dich im Stich gelassen? Ich habe dich doch eingeladen. Ich habe doch gesagt, du musst errettet werden. Ich habe gesagt, du sonst kommst in die Hölle. Nein, du hättest mich drum bitten müssen. Du hättest mich nötigen müssen. Du hättest mich hinschleppen müssen. Du hast es aber nicht getan. Würden sie sich nicht beschweren? Wie innig bin ich denn, wenn ich missioniere zu meiner Familie, die noch nicht errettet worden ist? Wie innig bin ich? Ich sage, ja, komm doch mal vorbei, hör dir das mal an. Lass uns doch mal die Bibel lernen. Ja? Aber wenn diese Seele heute stirbt, in die Hölle fahren muss, das weiß ich. Aber meinen Sie nicht, dass diese Seele sich beschweren wird über mich, wenn sie in die Hölle fahren? Und wir müssen also seiner Gnade entgegenkommen. Und wie wir das tun, ist, indem ich, wo ich noch lebe, die Wohltaten des Herrn verkünde. Verkündige, was der Herr für mich getan hat, was er an meiner Seele getan hat, das zu erzählen. Ja? Und deswegen müssen wir diese Tatsache weiter verkündigen. Apostelgeschichte 20,24 hat Apostel Paulus gesagt: Aber mein Leben ist auch nicht selbst zu schade, zu teuer, wenn es darum gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden. Und zwar, das nämlich Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Dass Christus am Kreuz gestorben ist und all sein Blut für mich vergossen hat und meine Sünden vergeben hat. Und um das zu tun, bis ich das vollende mit meinem Tod, ist mein Leben mir nicht zu teuer. Ja? In Korinther kann man ja lesen, wie er sehr der Apostel Paulus gelitten hat, um das Evangelium zu verkündigen. Wie er in Blößen und Kälte, ja, in Schlägen war, in Todesgefahren, er war im Gefängnis und oft auch gesteinigt worden, geschlagen worden. Und er hat ohne Ende missioniert, auch in Gefahren. Ja? Jeder Weg führt nach Rom, sagte man ja damals. Und Apostel Paulus' Wunsch war, nach Rom zu gehen und dort zu missionieren. Aber nach Rom wurde er als ein Sünder hingeschleppt. Ja? Und die Juden wollten ihn ja umbringen. Und Apostel Paulus, ja, er war ein Jude, aber ein römischer Staatsbürger. Ja. Und er wollte von dem Cäsar gerichtet werden. Und deswegen war er auf der Bewährung 2 Jahre lang, war in Rom und hatte dort missioniert. Und er wurde geköpft am Ende und ist gestorben. Ja. Er hat das Evangelium verkündigt und für das Evangelium gestorben. Ja, und
Wenn ich da Apostelgeschichte ganz am Ende lese, wie Apostel Paulus 2 Jahre lang missioniert hat, und danach steht nicht geschrieben, also er ist gestorben. Deswegen 2. Timotheus 4, 6 sagte ja Timotheus, ja, denn die Zeit meines Aufbruchs ist nah. Ich bin schon geopfert wie ein Trankopfer. Trankopfer ist so ein Opfer, wo man wie ein Trank alles ausgießt. Ja, ich bin schon wie ein Trankopfer ausgegossen worden. Ja, und der Tag, wo ich den Herrn sehe, der ersehnte Tag, ist bald da. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und nun liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, zu erkennen wird. Und er hat wirklich einen Siegesruf ausgeschrien. Aber warum hat er so kurz, nur 2 Jahre lang missioniert? Ja, er war ja, er wollte nach Spanien missionieren gehen, ja. Und warum hat man ihm nicht die Möglichkeit gegeben? Ja? Ist er so nach Rom gegangen, wie sein Wunsch, aber 2 Jahre lang, ja, auf Bewährung, ja? Und warum war es so schnell zu Ende? Ja, das war für mich auch eine Frage. Aber das ist nicht das Ende des der Apostelgeschichte, sondern Apostelgeschichte wird auch jetzt weitergeschrieben. Ja? Und zwar wird die Gemeinde weiter missioniert. Ja? Und die 2 Jahre in Römer, das ist eine Mini-Version der 2000 Jahre Evangeliumgeschichte. Und diese Geschichte des Heiligen Geistes wird ja weiter fortgesetzt. Ja. Und ich denke mal, dass sein Werk durch uns weiter fortgeführt wird. Und deswegen, wenn wir das Evangelium nicht verkündigen, dann wäre das eine große Sünde vor Gott. Jakobus Kapitel 4, Vers 17 steht ja auch geschrieben, wer nun Gutes zu tun weiß, es aber nicht tut, für den ist es Sünde. Ja. Und wenn es der Wille Gottes ist, Jakobus Kapitel 4, Vers 15 steht, stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben und wollen wir dies und das tun. Und ihr jetzt rühmt ihr euch in eurem Übermut, jedes derartige Rühmen ist böse. Wenn es dein Wille ist, dann sterbe ich, dann lebe ich. Wenn es dein Wille ist, dann tue ich das nicht. Wenn es der Wille ist, dann tue ich das nicht und tue ich das und so weiter. Ja. Und sonst wäre es alles ein Rühmen in dem Übermut. Ja, alles, was ohne Gott ist, derartiges Rühmen ist böse. Wer also weiß, was Gutes zu tun ist, es aber nicht tut, dem ist es Sünde. Was wäre denn wohl was Gutes? Das Evangelium verkündigen, wenn jemand errettet wird dadurch. Das ist doch ein gutes Werk. Ja? Wenn jemand krank ist, wäre es so eine gute Tat, dass er therapiert werden kann. Wenn jemand kein Geld hat und nicht studieren kann, ihm ein Stipendium zu geben, wäre ein gutes Werk, klar. Aber darüber hinaus, wenn jemand in die ewige Hölle gehen muss, aber ihm zu helfen, wäre das beste Werk. Ja? Und wer also das weiß, es aber nicht tut, wenn ich weiß, wenn ich ein bisschen helfe, können die verlorenen Seelen errettet werden. Aber ich sage, was hat das mit mir zu tun? Ich möchte dann kein Fingerchen bewegen oder ja, ich habe es versucht, aber mir ist das zu nervig und lästig, ich mache das jetzt nicht mehr und hier und dort meine Ausreden habe und nicht mehr weiter missioniere. In Römer Kapitel 10, Vers 14 steht ja geschrieben, wie sollen sie den anrufen, den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber hören? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie glauben, wenn sie nichts gehört haben? Wurden wir nicht missioniert oder konnten wir nicht hören? Nur weil jemand es verkündet hatte? Ja. Wenn ich davon verkündige, werden sie errettet und können vergeben werden. Wenn ich sie im Stich lasse, würden sie es nicht davon erfahren und in die Hölle fahren. Und trotzdem will ich das nicht machen? Ja. Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wenn wir nicht davon verkündigen, dass Christus für meine Sünden gestorben ist. Wie sollen sie es gehört haben, wenn die Christen ihren Mund schließen? Wie sollen sie errettet werden? Niemand kann dann errettet werden. Als Christus am Kreuz starb und auferstanden ist und die Weltsünde auf sich genommen hat. Aber der Heilige Geist kam und hat davon erzählt.
Und durch die erretteten Menschen wird es weiterhin verkündigt. Und wenn der Heilige Geist kommt, werden wir seine Zeugen werden durch seine Kraft. Aber warum werden wir nicht seine Zeugen? Wenn ich dann meinen Mund schließe, was soll dann passieren? Ob sie hören oder nicht hören? So ist das Wort Gottes, so, so und so, muss man doch erzählen, oder? Und der Grund, warum wir leben und existieren, ist genau das. Ja? Ob wir im Berufsleben tätig sind oder auch Bauern sind, das ist doch alles ein Mittel des Lebens, aber unser Ziel des Lebens muss doch in der Verkündigung des Evangeliums liegen. Nur die Pastoren, die Missionare missionieren? Nein. Auch wir alle. In Apostelgeschichte Kapitel 8 steht ja, es gab eine große Verfolgung in Jerusalem und alle waren zerstreut, außer den Aposteln. Ja? Und sie sind aber nicht geflohen, sondern überall, wo sie hingegangen sind, haben sie weiter missioniert. Ja? Man wollte das Feuer ausmachen, deswegen das Feuer zerstreut und das zerstreute Feuer hat noch einen größeren Brand verursacht. Ja? Ihr werdet meine Zeugen sein von Jerusalem bis nach Judäa, ja, bis ans Ende der Erde. Und deswegen wurden sie zerstreut sofort, damit sie schneller missionieren. Überall, wo sie hingesandt worden sind, haben sie auch sehr fleißig missioniert. Ja, und deswegen, wir müssen alle missionieren. Ja. Auch auf der Arbeit, ja, auch wenn ich ein Geschäft führe, auch egal was ich mache, was ist dein Beruf, wenn man fragt? Ich bin ein Prediger. Ich bin ein, ja, der das Wort verkündigt. Ja, Sie wissen ja, der Salomo, ja, der König, er hat ja das Königreich von seinem Vater David übernommen. Und ja, Salomo sagte, ich bin der Sohn Davids, König. Salomo hat er nicht gesagt, sondern das Wort des Predigers. Warum hat er das gesagt? Ja. Er hat ja diesen Tempel gebaut, was David ja unbedingt wollte, und David hat ja das Königreich vereint und ihm weiter das Land gegeben. Und er sollte über Israel herrschen. Warum? Damit er von Gott erzählt. Ja. Und deswegen sagt er, das sind die Prediger, das sind die Worte des Predigers. Ja. Evangelist. Ja. Ich bin ein Evangelist, ich bin ein Predigers. Ich bin ein Prediger, hat er gesagt, ja. Und es kommt 7 oder 8 Mal vor, das sind die Worte des Predigers. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, oh, spricht der Prediger, oh, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Ich habe alles versucht, aber es war alles nur nichtig. Ja. In Prediger Kapitel 2, wer kann essen, wer kann genießen wie ich, ja, ohne mich, ja. Ich habe so viel bereits gehabt, aber es ist alles von Gott gegeben. Ja? Die größte Freude ist die Freude von Gott, sagte er. Es gibt nichts Schöneres. Die Freude in der Seele. Ja? Und nun, wir müssen von dieser Tatsache verkündigen. Ja? 1. Korinther Kapitel 9, Vers 16 steht auch geschrieben: Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Ja? Wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Sprüche 24, Vers 12 steht geschrieben, wenn du sagen wolltest, ja, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher das Herz prüft, es erkennen, der auf deiner Seele Acht hat, es wahrnehme und dem Menschen vergelten nach seinem Tun? Wenn ich weiß, dass dieser Mensch zum Tod geschleppt wird, dass er in die Hölle geht, aber ich will sagen, ich habe es nicht gewusst, wird der, deine Herzen prüft, es nicht erkennen? Ja. Wir Christen dürfen nicht unser Gewissen belügen. Wenn ich weiß, was Gutes ist, es aber nicht tut, dann ist es die Sünde, ist es die Lüge. Ob die hören oder nicht hören. Ja. Wenn ich 10, 20 Personen missioniere und dabei einer errettet wird, dann ist es auch ein großes Glück für mich. Ja. Nur weil ich bisher versucht habe, es nicht funktioniert, will ich aufgeben? Beten Sie mal dafür. Ja. Und versuchen Sie es mal wirklich nach dem Willen Gottes, das zu tun. Ja? Kolosser 4,11 steht geschrieben: Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die zum Trost geworden sind.
Wie schön sind die Menschen, die als Mitarbeiter für das Reich Gottes wirken? Wie ist das nicht ein schöner Ausdruck? Wenn ich auf dieser Erde lebe, aber Mitstreiter, Mitarbeiter Gottes bin, ja, die im Fleisch leben, aber für Gott leben, die zwar in der Zeit begrenzt leben, aber für die Ewigkeit arbeiten, die in dieser nichtigen Welt leben, aber trotzdem für das Ewige ihr Leben investieren. Ja, wer kann es wohl erkennen? Ja. Und auch derjenige, der die höchste Macht in der Welt hat, kann er eine Seele retten? Oder die Wissenschaftler, die ein Weltraumschiff ins Weltall schießen können, können sie aber eine Seele in den Himmel schicken? Nein. Ja, auch der reichste Mann der Welt, ja, oder die reichste Person, kann sie mit dem Geld eine Seele erkaufen? Nein, aber wir können es doch tun. Aber warum machen wir das nicht? Was ein Privileg wir doch haben. Das Evangelium zu verkündigen, das ist die größte Mission der Welt und das Ziel des Lebens eines Christen und ein Privileg für uns. Ja? Dass eine Seele, die in die Hölle gehen muss, durch das Wort errettet werden kann, sodass sie in den Himmel gehen kann, ist das nicht ein Privileg, welches uns gegeben wurde. Ja? Römer Kapitel 6 schlagen wir auf. Römer Kapitel 6, Vers 12. Römer 6, Vers 12. Römer 6, 12 und 13. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. So, hier steht, so soll die Sünde nun herrschen, nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Das heißt, auch wenn ich errettet bin, gibt es immer noch die Sünde in uns, den Sündeninstinkt in uns. Ja, durch das Wort, durch den Heiligen Geist, werden wir Tag für Tag auch heiliger und diese Sünde, dieses sündhafte Wesen in mir muss sich weiterhin verändern. Deswegen steht, so nun soll die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Wir sollen nicht nach diesen Sünden leben, sondern gebt euren Leib als Werkzeug Gottes hin. Wir werden ja bald sterben mit diesem Leib, aber dass die Sünde nicht herrscht in euch. Ja? Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch hin, gebt euch Gott hin. Ja? Sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und er muss sein Glied Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit geben. Wir sind Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir sind die guten Soldaten, die einen Krieg führen gegen den Satan, gegen den Teufel. Ein Kampf gegen sich selbst erstmal. Ein Kampf gegen die Welt danach. Ein Kampf gegen den Satan. Ja. Der Teufel, der möchte ja auf die Seelen lauern. Ja. Und möchte ja immer wieder so luxuriöse Dinge vor uns vorstellen. Und so, dass wir das Heilige gar nicht sozusagen mitbekommen. Ja? Und davon müssen wir einen Krieg führen und gewinnen. Auch diese Welt gibt es ja einen Krieg zwischen den Liberalen und auch den Kommunisten. Ja? Der Kommunismus möchte ja die Freiheit wegrauben. Ja? Aber die Menschheit hat immer für die Freiheit gekämpft. Richtig? Es ist ein Krieg für die Freiheit. Ja, dafür haben auch viele ihr Leben geopfert. Aber wir haben einen Krieg für ein besseres Ziel. Und zwar eine Seele von der Sünde zu befreien. Die Freiheit der Sünde zu schenken. Ja? Und wir kämpfen gegen die Teufel, steht ja auch geschrieben, Epheser. Und was heißt das? Jetzt nun mich als ein Glied, mein Glied, Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit zu geben. Ein Werkzeug zum Kampf der Gerechtigkeit. Ja,
als solche, die lebendig geworden sind. Als solche, die jetzt lebendig für Gott kämpfen können. Dass durch mein Leib Gottes gerechtes Werk geschieht. Ja? Und Kämpfe gewinnen und so weiter. Dass ich erstmal meinen fleischlichen Leib unter Kontrolle habe, ja? Und gegen den Satan kämpfe. Ja? Und Menschen errette als sein Werkzeug der Gerechtigkeit. Ja? Vor meiner Rettung haben wir unseren Leib als ein Werkzeug der Ungerechtigkeit genutzt. Wir wurden von Satan benutzt. Ja? Aber nun, die wir errettet worden sind, wir müssen als Werkzeuge der Gerechtigkeit benutzt werden. Und Gott muss durch mich, ja, durch meinen Leib. Mein Leib ist ja ein Teil des Christus. Und nun, wie ich meinen Leib nutze, nicht für die Sünde, nicht für die Sünde benutzen, sondern all meinen Leib als Werkzeug der Gerechtigkeit Gott geben, dann wird er uns kostbar nutzen. Ja? Ja, und so muss unsere und sein Evangelium zu verkündigen, ist es von Gott genutzt zu werden. Ja? Nicht als Werkzeug der Ungerechtigkeit dürfen wir benutzt werden für die Sünde, oder? Wegen der Sünde, die wir mit unserer Hand begangen haben, wurde Christus gekreuzigt. Wegen unserer Sünde, die wir mit unseren Füßen begangen haben, wurde Christus gekreuzigt dort. Und wegen der Sünde, die wir mit unserem Kopf begangen haben, trug er eine Dornenkrone. Und wegen der Sünde, die wir mit unserem Herzen begangen haben, wurde seine Seite durchbohrt. Aber mit diesem Leib wollen wir nochmal sündigen? Hm? Nein. Nun gehört mein Leib nicht mehr mir, sondern dem Herrn. Ich muss es nach seinem Willen benutzen. Wenn ich ihm alles gebe, dann wird er mich nutzen. 2. Timotheus 2,15 steht geschrieben. Apostel Paulus sagte zu Timotheus, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ja? Der nicht zu schämen braucht bedeutet, in meinem Wandel, in meinen Worten, in meinem Lebensstil, ohne Schande leben. Vor den Menschen und vor Gott muss ich ohne Schande leben. Und strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Und wenn ich so Gott mich hingebe, wird Gott mich benutzen. Ja? Dann wird er uns benutzen nach seiner Kraft. Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So, Apostel Paulus hat hier gesprochen. Ihr Brüder, ja, zu den erretteten Christen wird hier gesprochen. Ich ermahne euch nun angesichts der Barmherzigkeit Gottes. So, dieses Wort heißt, wenn ihr Gottes Gnade empfangen habt, hört doch auf mich. Ja? Ja, ich möchte eine Bitte ablegen. Ja? Ich ermahne euch nun angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts der Liebe Gottes, weil wir begnadigt worden sind. Ja? Hört nun, ja, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ich bin nun teuer erkauft, so gebt eure Leiber als lebendiges Opfer dar. Diesen Leib. Mein Leib und meine Seele ist ja von Christus erkauft. Das gehört ja nicht mehr mir, habe ich ja gesagt. Nicht nur den Leib zu geben, sondern auch meine Seele, meinen Leib,
meine Persönlichkeit, an mein ganzes Leben ist damit gemeint. Alles, was ich besitze, ja, das ist damit hier gemeint. Ja. Bringt eure Leiber als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, als ein lebendiges Opfer. Im Alten Testament hat man Böcke oder Schafe geschlachtet und dargebracht. Aber im Neuen Testament, mein lebendiges Glaubensleben, meine Worte, meine Taten, mein Wandel, das soll als ein lebendiges Opfer Gott dargebracht werden. Ja? Gebt eure Leiber als lebendiges Opfer dar. Mein ganzes Leben also muss Gott wohlgefällig sein und ein Gottesopfer sein. In 1. Samuel Kapitel 15, 22 steht, Samuel sagte zu Saul, man hat gesagt, dass man die Amalekiter ausrotten soll und die Schlechten hat er umgebracht, aber die Guten hat er am Leben lassen. Ja? Und für sich selbst hat er sie aufbewahrt und sagte, ja, wir wollten damit eigentlich Opfer darbringen. Und da hat Samuel gesagt, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Aber ungehorsam zu sein, ja, ist es genauso, ein Götzenopfer zu geben. Ja. Gehorsam ist besser als irgendwelche Lämmer oder Böcke zu schlachten. Ein lebendiges Opfer bedeutet also mein ganzes Leben, wo ich lebe. Ja, das ist das lebendige Opfer und der Gottesdienst. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Vor meiner Rettung, wissen Sie, wenn ich in die Kirche gehe, ich bin ja seit meiner Schulzeit schon in die Kirche gegangen oder so, und ich bin dann am Sonntag zur Kirche gegangen, das war eine christliche Schule, deswegen musste ich gehen. Man hat gesagt, lass uns mit dem Gottesdienst anfangen, die ihn anbeten müssen, im Geist, in der Wahrheit ihn anbeten. Ja? Und dann am Sonntag habe ich mich auch so sauber angezogen und so und auch mich gebadet und gepflegt, in die Gemeinde gegangen und hatte ich die Bibel und war zwar verstaubt, aber erstmal so, ne, so weggeschüttelt und so. Herr, bitte nimm ein heiliges und lebendiges Opfer da. Ist das ein lebendiges Opfer? Nein. Man möchte Gott damit irgendwie veräppeln, oder? Wenn man die ganze Woche lang so lebt, wie man möchte und Sonntag kommt und sagt, Herr, bitte nimm ein heiliges Opfer an. Ist Gott etwa irgendwie eine Götzenstatue, bitte? Damit möchte man Gott verachten. Lebendiges Opfer bedeutet, ob ich zu Hause bin, auf der Arbeit bin, auf der Straße bin, in der Gemeinde bin, egal wo ich bin, mit meinem Wandel, mit meinen Worten und alles für Gott zu machen, Gott zu leben. Das bedeutet, ein lebendiges Opfer Gott darzubringen. Gottes Geist, die ihn anbeten müssen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist nicht ein Fleisch. Wenn Gott ein Fleisch wäre, dann müsste ich nur... Er weiß ja nicht, was ich die ganze Woche mache, aber ich komme Sonntag her, bitte nimm mein lebendiges Opfer an, ja, wie fromm ich dir vor dir stehe. Vielleicht freut sich dann der Herr, wenn er ein Mensch wäre. Aber Gott lässt sich nicht verspotten, er lässt sich nicht veräppeln. Meinen Sie, Gott ist einfach nur ein Götze? Gott schaut auf meinen jeden Schritt in meinem Leben. Mein ganzes Leben muss darauf eingestimmt sein, Gott zu erfreuen. 2. Korinther 5, 9 steht, Apostel Paulus sagte, darum suchen wir auch seine Ehre, unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Das ist ja, der vernünftige Gottesdienst. In der Welt, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, für seine Freude zu leben, für sein Wohlgefallen zu leben, das ist ein lebendiges Opfer. Und das ist ja, das lebendige Opfer, was für ihn ein Wohlgefallen wäre. Ja? Und deswegen müssen wir ihn das lebendige Opfer darbringen. Aber wo freut sich der Herr? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja?
nicht der Welt ähnlich sein, ja? Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wie? Durch das Wort und durch den Heiligen Geist muss unser Herz Tag für Tag verändert werden. Durch das wertvolle Blut wurden wir reingewaschen. Und das ist zwar ein für alle Mal passiert, aber dass unser Lebensstil sich verändert, muss kontinuierlich darauf geachtet werden. Deswegen lesen wir die Bibel, deswegen kommen wir sonntags und hören das Wort und lernen das Wort auch im Herzen auswendig und möchten das Wort praktizieren. Durch all diese Schritte wird unser Leben und unser Lebenswandel Stück für Stück, ja, wird das verändert. Es soll auch so werden, wenn nach 10, 20 Jahren nach der Wiedergeburt immer noch so derselbe ist. Tut mir leid, aber einfach nur sonntags kommt und wenn ich bete und singe, dann schaue ich so fromm aus. Wenn ich aber rausgehe und lebe, ist genauso wie die Menschen aus der Welt. Kaum Unterschiede zu sehen. Ist das ein Glaubensleben, so ähnlich zu sein wie die Menschen aus der Welt? Man lebt, wie man möchte, nach meiner Lust und Laune. Wenn ich mal daran denke, lebe ich für den Herrn. Die Korinther, die Christen, in 2. Korinther Kapitel 8, Vers 5, und als man für die bedürftigen Geschwister in Jerusalem spenden sollte, sondern sie sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn, dann uns durch den Willen Gottes. Bevor man gespendet hatte, hat man sich selbst erstmal hingegeben. Ja? Und dann. Und nicht nur. Sie haben über ihr Vermögen hinaus es gegeben, die Thessalonicher, ja? Und sie haben in der Bedrängnis das Evangelium angenommen und in ihrer tiefsten Armut haben sie mehr als ihr Vermögen gespendet. Und zwar wie? Sich selbst gaben sie hin, erstmal. Zuerst dem Herrn, dann uns. Wenn zum Beispiel ein Räuber in der Nacht erscheint und mir ein Messer an die Seite legt und sagt, gib mir dein Geld. Kann ja passieren. Ja? Gib mir alles, was du in der Hosentasche hast. Was muss ich machen? Nein, ich werde nichts geben, bis in den Tod. Ja? Zack. Ja? Wenn man sein Leben verliert und sein Geld verliert, dann, wenn ich noch leben möchte, was muss ich machen? Ja, ich gebe dir alles. Nur lass mich in Ruhe. Ja, man muss erstmal leben, oder? Aber es gibt so Menschen, na gut, egal ob ich sterbe, mein Geld kriegst du nicht. Aber der rettete Mensch, ja, ich gebe dir mein Leib hin, aber mein Geld kriegst du nicht. Mein Geld möchte ich verstecken. Ich habe nur mein Leib zu geben. Ich gebe dich, ja, mich dir hin. Und Gott sagt, hey, was hast du da versteckt? Ja. Oder einige sagen, ich gebe dir zwar mein Geld, aber mein Leib nicht. Ja. Man lobpreist schön, man betet schön, aber sein Leib, sich selbst möchte er nicht hingeben. Ich bin immer ich. Ich habe mich versteckt vor Gott. Ich lebe mein Leben. Meinen Sie, Gott würde sich freuen? Alles gehört doch dem Herrn. Was ist schon meins? Was hätte ich, was ich nicht empfangen hätte? Geben Sie mal hin. Legen Sie es mal vor. Mein Leib, meine Seele, alles, was ich besitze, gehört dem Herrn. Mein Leben. Ja? Ich habe keine Freiheit für mich zu leben. Auch kein Recht für mich zu leben. Ich habe kein Recht für mich zu sterben. Sondern nach dem Willen des Herrn. Ob ich lebe oder sterbe, nach seinem Willen. Ist das nicht selbstverständlich, was ich hier sage? Es gibt so Menschen, die, wenn sie ein bisschen Schwierigkeiten haben, ich kann nicht mehr. Ich werde bald umkommen. Meinen sie kommen um, wenn sie wollen? Ja? Ihr Leben gehört nicht mal ihnen. Was sagen sie da? Wie wagen sie sowas zu sagen? Ob wir leben oder sterben, dem Herrn.
dann, wenn wir alles dem Herrn überlassen, wird er seine Verantwortung tragen und mit uns seinen Willen ausführen. Und deswegen, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Ja? Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 5, in Kapitel 2 kann man auch sehen, dass man von diesem verkehrten Geschlecht mal abgesondert werden sollte, die Christen, ja? Die gottesfürchtigen Männer aus den Heidenvölkern. Wir müssen uns also absondern. Nicht diesem Weltlauf anpassen, sondern in eurem Wesen verwandeln lassen. Ja? Unser Herz muss sich ändern, sodass auch mein Leben sich verändert. Mein Sinn verändert, sodass mein Leben sich verändert. Es gibt so Leute, die sind schon lange wiedergeboren, aber wie sie mit Brüdern und Schwestern umgehen, so richtig cholerisch und zynisch und so richtig unhöflich und erwähnt auch Böses redet irgendwas Böses. Ich frage mich, ist er wirklich wiedergeboren? Wie kann man so sein? Ja, schwing auch mit ihren Fäusten rum, wenn sie sich streiten. Entweder ist er nicht errettet oder bei ihm ist mächtig was falsch gelaufen. Und passt euch diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute Wille ist. Sie wissen, was der gute Wille ist, oder? Und der wohlgefällige Wille. Was der wohlgefällige Wille Gottes ist, wenn ich das erkannt habe, dann darf ich etwas nicht tun, auch wenn ich es wollte. Und der vollkommene Wille Gottes ist. Gott möchte etwas Vollkommenes von mir. Mehr und mehr und Stück für Stück. Zunehmend muss ich dem Herrn ähneln, ja? Ja, damit ich prüfen kann und nach seinem Willen leben. Und dieses Leben ist ein Gottesdienst. Ja, und das ist das Leben eines Lebenden. Lass uns noch eine Stelle aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58. 58 zusammen. Darum, meine geliebten Brüder, seid fertig, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk. Ja. Unerschütterlich. Man muss standhaft stehen. Ja. Standhaft auf seinem Wort. Ja. Ja. Eine tiefe Wurzel habend. Und da merken wir, dass unsere Sicht auf den Herrn gerichtet ist, ja. Und unerschütterlich in der Hoffnung, ja. Wir dürfen nicht erschütterlich sein. Und nehmt immer zu. Immer und immer mehr. Es gibt so Phasen, wo ich dann mal für den Herrn lebe oder Phasen, wo ich mal für mich lebe. Wenn ich mal daran denke, lebe ich ein bisschen für den Herrn. Nein, sondern immer. Immer für den Herrn leben. Immer in dem Werk zunehmen für die Arbeit des Herrn, weil ihr wisst, ja, also wir müssen immer mehr und mehr bis in den Tod getreu sein, ja, bis zu dem Moment, wo ich sterbe, ja. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ja? Wir sind Leute, die für das Unverwesliche unsere Mühe geben. Ja? Weil alles, was auf dieser Welt ist, ist vergeblich. Aber wenn wir vor dem Herrn stehen, wie wir vor dem Herrn gelebt haben, das wird nur übrig bleiben. Ja? Und deswegen 2. Korinther 5,9 steht ja, darum suchen wir unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, es sei daheim oder nicht daheim. Weil jeder das empfangen wird vor dem Richterstuhl Gottes, was er gewirkt hat durch den Leib, sei es gut oder böse. Ja? Nach dem Willen Gottes gelebt zu haben, ist das Gute.
nicht nach dem Willen Gottes gelebt zu haben, ist das Böse. Nicht nach dem Fleisch gelebt zu haben, sondern nach dem Geist gelebt zu haben. Wenn ich für den Jesus gelebt habe, ist das Gute. Wenn ich für mich gelebt habe, ist es das Böse. Und vor dem Herrn wird das alles, zack, ja, unterschieden sein und da werde ich meinen Lohn empfangen. Jemand sagt, ah, ich bin doch errettet worden, was brauche ich für einen Lohn noch? Stehen Sie mal vor dem Herrn, ob Sie immer noch den gleichen Satz sagen könnten. Ja, auch der in die Hölle geht, der wird nach seinen Werken gerichtet, oder? Steht ja auch Offenbarung geschrieben, ja? Warum wird er nach seinen Werken gerichtet und dann in die Hölle geschickt? Weil er auch nach seinen Werken seine Strafe bekommen wird. Warum werden wir Christen nach unseren Werken gelobt? Ja? Weil nach meinem Werk der Lohn anders ist. So muss es sein. Wir haben zwar die Errettung durch die Gnade bekommen, aber wir werden gerichtet nach unserem Werk. Ja? Und das wird ewig bleiben. Und deswegen, Apostel Paulus sagte ja, der gerechte Richter, ja, an jenem Tag zuerkennen wird. Wir müssen auf diesen Tag warten, ja, flehentlich. Nicht immer jeden Tag leben, danach leben, wie ich möchte, sondern daran denken, ich gehöre dem Herrn und ich werde gerichtet nach meinen Werken und so sollten wir den Rest unseres Lebens leben, ja. Wir sind nicht tot, wir sind lebendig. Wie sollten wir lebendige leben? So, ab morgen findet ja bei uns das Bibelseminar statt. Bitte nehmen Sie alle teil. Wenn Sie jemanden haben, den Sie missionieren wollen, wenn noch nicht, dann beten Sie aber heute noch drüber. Ja? Wir haben ja auch hier so Einladungskarten, dann mit flehentlichem Herzen laden Sie mal jemanden ein. Ich bin mir sicher, Gott wird helfen, die Herzen zu bewegen. Ja? Geben Sie nicht jetzt schon auf für sich selbst, indem Sie sagen, ach, das wird eh nicht funktionieren, sondern probieren Sie es mal, Gott wird Ihnen helfen. Ich hoffe, dass auch dieses Jahr viele Seelen neu errettet werden können für die Ehre Gottes. Lass uns gemeinsam beten. Herr, der du gnädig bist, Gott unser Vater, du hast uns errettet, wir danken dir, Herr, durch dein wertvolles Blut. Unsere Seele, unser Leib, alles gehört dir, Herr. Herr, hilf uns, dass wir den Rest unseres Lebens nicht mehr für uns selbst leben, sondern für dich leben, für deine Ehre leben können und für dein Evangelium leben können. Herr, bitte nutz uns nach deinem Wohlgefallen. Ab morgen wird das Bibelseminar auch stattfinden, Herr, und wir beten schon dafür und möchten dafür unsere Herzen sammeln. Herr, bitte sei du auch, wirke du unter uns und hilf uns, dass wir viele Neuerrettete sehen können. Wir vertrauen alles auf dich und haben gebetet in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.